Tag, Kinder! Ja, ich habe mir gedacht, heute zu diesem schönen Thema, zu diesem schönen Wetter, ziehe ich einfach mal eine Sonnenbrille drin an, weil draußen so schönes Wetter ist. Hä? Ja, und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, geht es heute um das Thema Instagram! Instagram, was ist das? Warum redet im Moment jeder von Instagram? Was ist das? Warum habe ich das nicht? Also, als allererstes brauchst du für Instagram ein Smartphone. Weil es ist nämlich dafür gemacht, dass du da Fotos postest. Wenn du unterwegs bist, kannst du mal schön Fotos posten und der Welt zeigen, wo du gerade bist, was du gerade machst und wie schön du doch bist. Da gibt es dann halt so coole Effekte, die du draufballern kannst. So ein Vintage-Look und so ein alles mögliche. Kalten Look, warmen Look, grünen Look, gelben Look, blonden Look, Penis-Look, Arschloch-Look. Döner-Look. Du kannst halt denn ein Bild schön bearbeiten in weniger als einer Sekunde. Na, nicht ganz weniger als eine Sekunde, aber so fast. Und wie es leider so ist, kennt ihr ja den Lind? Der hat immer irgendwo was auszusetzen. Bei jeder Scheiße. Und bei Instagram ist es natürlich auch mal wieder so. Aber nicht Instagram, das Programm regt mich dabei auf, sondern die Leute, die da drin sind. Das Programm an sich ist geil. Also ich bin da ja selber drin. Ihr könnt mich ja adden bei Scheiße oder Lind TV oder ihr gebt Lind Taurus oder Lind TV ein da oben bei Suchen und dann findet ihr mich. Ich habe auch Instagram. Ich mache immer schöne Bilder, tue immer schöne Bilder rein. Ich bin der Beste, der Tollste. Ihr kennt mich. Auf jeden Fall gibt es leider wieder zwei, drei Dinge bei Instagram, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme und ich immer komplett ausraste, wenn ich sie sehe. Und diese drei Dinge, ne, die kriegt ihr jetzt gleich mal zu hören, meine Kinders da draußen. Mua. Fangen wir an mit der 1. Hashtag. 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 What the fuck? Oh Mann, Kinders, was ist da schon wieder los? Pass auf, ich zeige euch jetzt erstmal ein Bild und dann habt ihr einen leichten Einblick von dem, was ich meine. Hier das Bild. So, warum hat die 1000 Hashtags, auf Deutsch übersetzt, Rauten vor ihren Scheißnamen? Warum hat die jeden Scheißnamen, den es auf der Welt gibt, mit einer Raute vorher? Soll ich euch sagen, warum? Weil sie unbedingt will, dass man ihr Bild findet. Diese Hashtags, die davor sind, und dann das Wort danach, ist dann sowas wie ein Suchbegriff. Wenn du oben das Wort Penis eingibst und jemand Hashtag auf Penis gemacht hat, dann kommen alle Bilder, die ein Hashtag, also ein Rautezeichen mit Penis haben. So, und umso mehr Wörter du Hashtags oder Text, wie man es jetzt sagt, umso größer ist die Trefferquote, dass dein Bild gefunden wird. Und weil ihr alle so Medien und Like geil und bitte sieht doch meine Bilder, bitte folgt mir doch sind, wird alles und jedes verkackte Bild gehashtagt. Getaggt, getaggt, getaggt. Hashtag Arschloch, Hashtag Furzknoten, Hashtag Detlef Jürgensens, Hashtag Hashtag. Ich glaube, selbst Hashtag wird gehashtagt. Oh, das geht mir einfach nur so auf den Sack. Nämlich das Geilste ist dann auch, die Leute, die ihre Sachen hashtaggen, beziehungsweise taggen, das sind die Leute, die dir vorher immer gesagt haben, hey, geh mir doch nicht mit deinen Videos auf den Sack, wieso postest du andauernd deine Videos, wieso machst du dies und das? Weißt du, aber dann selber ihre ganzen Bilder hashtaggen, damit jeder Schwanz sieht, was sie für ein Bild hochgeladen haben. Aber mir sagen, kannst du aufhören, deine Bilder zu posten und deine Videos zu posten? Ist das nicht im Endeffekt das Gleiche? Was machen die mich vorher blöd an, wenn sie jetzt ihr ganzes Leben hashtaggen? Ja, die haben sie ja wohl nicht mehr alle am Hashtag. Auf jeden Fall ist das Nummer 1. Und das ist auch wieder so ein Trend, weißt du? Einer hat es gemacht, jetzt machen es alle. Jetzt wird den ganzen Tag gehashtaggt. Und wenn ich jetzt noch einmal Hashtag sage, kotze ich. Dieses Naja, lassen wir das jetzt mal. Ihr wisst, was ich meine. Und das geht mir ziemlich auf den Sack, weil es wieder so ein Mitläufer-Ding ist. Und weil jeder unbedingt gesehen werden will. Und weil ich eh der Schönste bin. Egal. Kommen wir zu Numero du. Und diese ist Bilder posten, die mit dir selber nichts zu tun haben. Mann, Kinders. Schon wieder so eine Scheiße. Leute posten Bilder von irgendwelchen anderen Weibern, von irgendwelchen Gegenständen, irgendwelchen Parks, irgendwelcher englischen Scheiße, mit denen sie überhaupt nicht im Entferntesten irgendwas zu tun haben. Und das auch wieder, nur damit die Seite von denen gefollowt wird, damit sie wieder hier ihre Likes kriegen. Und ey, hör mal, Kinders, das seid nicht ihr auf den Bildern. Instagram ist da, um sich zu präsentieren und nicht um irgendwie Michaela Schaffrath, Paris Hilton, Jürgen Jürgensen oder Detlef Detlefsen zu präsentieren. Also,
kommt mal ein bisschen wieder zurück in die Realität und macht nicht das, was jeder macht, meine Kenners da draußen. Ey, das ist ja wohl nicht mein Ernst. Das Ding, da wisst ihr jetzt, was ich meine. Und dann kommen wir auch direkt zu Nummer 3. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste von allen. Egal, wo du guckst, es ist in Kifferbilder bei Instagram zu stellen. Die 14- bis 18-jährigen Weiber hängen da mit einem Joint in der Fresse. Ich bin so cool, ich habe einen Joint in der Gesicht und ich ziehe da dran. Bin ich cool. Und meinen dann ein auf, yo, I smoke every day with my boyfriends and my girlfriends and smoking is so cool. When my mama does see it, I krieg Popo-Klatsche on my Po. Ey, Hammer, Alter. Die posten wirklich Bilder, wie sie sich einen Joint gedreht haben, wie sie kiffen, wie sie sonst was. Hör mal, lass das mal dem Lehrer sehen, lass das mal deinen Arbeitgeber sehen oder lass das mal deine Eltern sehen. Mal gucken, wie cool es dann noch ist zu kiffen, klein Mädel. Hä? Dann ist das, glaube ich, gar nicht mehr so lustig. Auf jeden Fall, ey, kommt von eurem Kiffertrip runter und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Ihr präsentiert euch mit einem Joint in der Hand, also wer hat euch denn weggeklatscht? Kommt ihr klar? Also ihr seht mal wieder, ich habe mich wieder in Rage gebracht. Also, es ist nicht cool alles zu es ist nicht cool zu kiffen und es ist nicht cool Bilder hochzuladen, die mit deinem ganzen Leben überhaupt nichts zu tun haben. Nur weil es gerade wieder ein Trend ist, irgendwie eine Scheiße hochzuladen, die jeder macht. Also, gegen den Strom, seid ihr selber und ich hab euch alle lieb. Wenn ihr Briefe und so weiter schicken wollt, unten ist mein Postfach, das von mir um KF. Bald kommen wieder weitere Videos und benutze niemals Hashtag.